Portare, meine Helden. Ich mache jetzt schon ein Video, quasi noch von dem heutigen Tage, wo ich beendet hatte. Aber ich musste einkaufen gehen und ich habe einen Shop entdeckt. Alter Schwede, da musste ich heute schon starten, denn ich habe eingekauft. Wie das ausschaut, gleich mehr. So, hier gibt's so Tape und Stift. Da beschriftet man dann sein Zeug. Werde ich mal machen. Übrigens echt cooler Host, also eine aus Brasilien, die Anna, sehr freundlich, hat mir keine 5 Euro abgezwackt. Awesome! Richtig cool. Hab schon einen Tschechen kennengelernt, mit dem war ich dann am Mercadona, an dem Shop, wo ich jetzt einkaufen war. Das zeige ich euch gleich, was ich da gekauft hatte. So sieht es dann aus. Scheiße, war das Werbung. Nicht gut. Hier kommt mein Zeug rein. Da habe ich schon was. Mein Müsli-Mix für den Morgen. Aber ich musste unbedingt noch was anderes kaufen, weil es einfach so günstig war. Und die haben alles. Vegetarisch, alles. Traditionell. Bäm. 60 Cent oder so. Ich weiß nicht, ob ich das einblenden soll, ich sag jetzt einfach. 60 Cent. Auch wieder beschriften. Hummus. Mein favorite Aufstrich ever, den ich mir zu Hause noch selbst mache. Aber hier kaufe ich den. Auch da beschriften. Also 3 unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Einmal Oliven, einmal klassisch und einmal keine Ahnung. Werden wir sehen. Das kommt in den Fridge unter euch. Da ist auch schon meine Sojamilch drin. Ist die Rechnung? Werde ich alles einblenden, später was ich da gekauft habe. Sportbillig. Bester Markt gerade, was ich erlebt habe in Portugal, ja. Da musste ich einfach zuschlagen. Brutal. Schriften. Und die Qual der Wahl, was ich mir jetzt zu essen habe, keine Ahnung. Bacalao, Kabeljau, das ist so traditionell, was man isst hier in Portugal. Entweder das hier, beides Bacalao. Und das ist Abrasch. Bacalao Abrasch, das ist mir gesagt worden, muss man essen in Portugal. Ach. Das mache ich mir jetzt einfach. Andere ist Empanadas de Atum. Wahrscheinlich ist da mit Thunfisch drin. Ich muss das alles verdecken, das darf keine Werbung sein. Das sind so Teigtaschen. Alles klar. Das ist natürlich auch geil. Das ist mal was Vegetarisches und das finde ich halt so geil. Lasagne mit so unterschiedlichen Schichten. Was vegetarisch da drauf belegt ist, ich werde es sehen. Krasse Scheiße. Okay, das wollte ich euch nur sagen. Das gibt's jetzt zu essen. Und was der morgige Tag bringt, werdet ihr dann sehen. Es wird spannend. Und es gefällt mir echt schon saugeil hier. Riesengarten, komme ich nämlich mit.
ist nämlich die Mikrowelle und der Ofen da unten ist kaputt. Schade, aber was soll man machen? Ja, es kommt jetzt alles wieder ins Tiefkühlfach unter euch. Ein bisschen was ist schon drin von den anderen Leuten. Genau, das wird wahrscheinlich morgen kommen. Ich führe euch durchs Hostel. Jetzt gibt's das mal. Für Pommes. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Free Food. So sieht es nämlich aus dann. Ja. Mal gucken, ob da was dabei ist, aber ich sehe mal nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, ansonsten ist hier die Mikrowelle. Hier links geht es dann raus, den Garten. Ich werde euch das alles zeigen. Dann gibt es morgen mehr. Es hat auf jeden Fall schon echt gute Vibes hier. Ich glaube, das wird geil. Bleibt dran, haut rein. Ciao.